Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvetes Vector Toris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit der mächtigen Mandschurei, arbeiten noch an unseren Achievements und das dauert wohl alles noch ein bisschen, bis wir die bekommen werden, ne? Wir haben noch keins in diesem Run. Aber insgesamt läuft es trotzdem ganz gut für uns. Wir annektieren gerade die Euraten und dann, wenn wir die haben, ist ein großer Klops auf jeden Fall schon mal weg. Wir sind noch verbindet mit Chagatai. Und ich weiß noch gar nicht, warum die eigentlich auch nicht bei uns mitmachen wollen. Wir haben ja so viel Vertrauen, ne? Also wenn wir hier... Guck mal, wenn ich hier den Krieg erklären will, da würde Chagatai mal wieder nicht mitmachen. Also, oh, ha, die haben Schulden, 227. Okay, unsere finanzielle Situation haben wir zumindest schon mal konsolidiert im letzten Part. Also ihr seht auch, unsere Korruption ist deutlich runtergegangen. Da haben wir also auch viel gemacht. Und wir werden jetzt gleich nochmal Krieg gegen die Shun führen. Und dann werde ich auch nochmal hier die, da werde ich auch nochmal die Korruption versuchen stärker zu reduzieren. Ja, und alles andere sehen wir dann gleich. Wir warten auf unsere Truppen und dann geht es eigentlich auch schon wieder los. Wir kriegen noch eine Revolte hier unten, aber da haben wir Zeit, das ist nicht so eilig. Genau, du schätzt dich einfach mal nur hier hin. Ming tritt Yan Xiaoyuan am Ruhe ab. Ming verzichtet auf seine Ansprüche. Gegen ihren Anspruch auf das Mandat des Himmels an dem falschen Thron. Er Ming. Ming wird 36. Oh, krass. Die Wu sind die neuen Mandatsträger. Tja, Wu. Keine gute Idee. Aber gut. Wie sieht das hier mit Festungen aus? Die ist auf 1000, die ist auf 2000. Und die gehört nicht denen. Und die gehört auch nicht denen. Und die gehört auch nicht denen. Aha. So. Okay, wir können noch... Wir haben einen 10% Bonus. Das ist fein. Dann nehme ich dich jetzt. Können wir wieder ein paar Diplo-Punkte sparen. Wir sparen noch mit den Ideen, bis wir die Korruption noch ein bisschen ausgedünnt haben. Weil jeden Punkt, den wir in der Korruption verlieren, den kriegen wir eben als Vorteil dadurch. Wir schauen mal. Behältst du das Ding? Wer sind deine Rivalen überhaupt? Chagatai, Liang und Chi. Wir können noch einen Monatstick abwarten. Armee wird momentan auch voll finanziert. Wir können auf jeden Fall die Korruption bekämpfen, weil wir momentan genug Geld haben. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, solange bis ich hier fertig bin, behalte ich meinen Berater noch. Wow. Okay, Ming ist im Eimer. Ming ist im Eimer. Und Bankrott. Bankrott sind sie auch noch. So. 950 übrigens. Okay. Chi fördert die Renaissance. Das ist ja fantastisch. Ja, die werden die Festung da nicht reduzieren. Das heißt, ich erkläre dir den Krieg. Natürlich Hordenkrieg. Mit der Kriegssteuer. Die Revolte schenken wir uns mal. Die wird irgendwann eh kommen. Und dann können wir aber auf jeden Fall schon mal versuchen, wiederum erzürnte Nationen zu beschwichtigen. Cool, wir plündern erstmal hier alles leer. Wird
bitte tausch das mal gerade. Shit. Die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, die Festung. Geil. Einer meiner Gens ist gestorben. Das ist nicht cool. Frage ist, hole ich mir einen für Millmacht? Ah, Mist. Ich muss mir einen für Millmacht holen. Weil Erbe und Thronfolger will ich mir nicht gönnen. Immerhin zwei Belagerungspunkte. Der ist schlecht, aber nicht so schlecht. Er ist schlecht, aber nicht bockschlecht. Schade. Wer hat den Kolonialismus gekriegt? Portugal. Okay. Dann haben wir eine ganz klare Mission. Dann brauchen wir jetzt eine Kolonialnation. Denn wenn wir eine Kolonialnation haben, dann bekommen wir auch die Institutionenverbreitung. Und auf die warten wir jetzt. Ja, ich krieg 3 Punkte Armeeprofessionalität immerhin, Quir. Es ist insofern schade, weil wir sehr viel, Aufwand dafür betrieben haben, um die Idee zu kriegen und das nicht honoriert wurde. Die Euraten werden jetzt nicht weiter annektiert, weil er da irgendwelche Provinzen besetzt. Oh, ich verliere 5 Armeetraditionen. Fantastisch. Sweet. So, und jetzt bitte machen wir platt. Ja, oh, alles gut. Erkunden wir noch ein bisschen weiter. Ach cool, der hat mich direkt hier unten angegriffen. Mit seiner nationalistischen Revolte. Fantastisch. Ich nehme die 50 Millmacht. Es ist ein bisschen laut hier heute, weil mein Sohn einen Spielkumpel da hat und die spielen hier gerade mit ihren Wägelchen rum, damit ich hier ein bisschen daddeln kann, um euch zu entertainen. Also wir kriegen halt die Institutionenverbreitung, sobald wir eine Kolonialnation haben, wenn ich mich da nicht irre.
Und deswegen brauchen wir halt den nächsten deswegen brauchen wir halt für meine Begriffe den zweiten Entdecker, ne? Wir lassen hier ruhig die Adelsrevolte noch ein bisschen grassieren. Da ist auf dem Weg nach Sasakt. Okay. Ja, sein bunter Blumenstrauß an Revolten. Und wisst ihr was, weil wir da so wenig Provinzen kontrollieren, lasse ich die einfach ein bisschen da rumgammeln. Denn die Revolten stören mich nämlich kein Stück. Ist klar, ne? Ja, lauf halt mal nach Altai. Schickst mir bitte die eine Truppe da unten hin. Wir müssen nur gucken, dass wir genug plündern, weil ich glaube, Warscore machen wir auch so schon genug. Wir haben ja schon 99%. Wir kriegen außerdem nur den Ticking Warscore dazu, aber ich möchte gerne noch ein bisschen plündern. Ich möchte gerne auf jeden Fall noch ein bisschen plündern. Und die Kriegssteuer natürlich noch mitnehmen. Katscha macht sich unabhängig. Mal gucken mal, da ist er schon am Start. Dann laufen wir direkt mal hierhin zurück. Laufen wir nach Cecelek. Warte mal. Hey. Moment, was ist das hier? Okay, das ist, weil der den Move-Log reinbekommen hat, oder was? Vermute ich zumindest, ne? In Anbetracht der Tatsache, dass er jede Schlacht irgendwie Prestigepunkte bringt. Und das ist immer so geil, wie die dann halt hingehen. So, jetzt überlege ich gerade mal, wo der hinläuft. Das sind ja alles Mingische Cores, ne? Vielleicht können wir die vassalisieren, da kriegt man einen schönen Return Core CV. Wir sind der Zeit voraus, ne? Ja, warten wir da noch ein bisschen ab. Okay. Ach, wir haben echt zu viel Müll gemacht, okay.
schön. Dann müssen wir ganz kurz noch warten, dass wir hier noch mal plündern können, ne? Falsch. Erkunden mit. Oh, da. Oh, wir können gar nichts mehr erkunden momentan. Okay, alles klar. Übrigens hier, die Mission brechen wir gerade ab. Also wir kolonisieren das Ding jetzt einmal und dann nochmal und dann müssen wir auch genügend Punkte haben. Dann müssen wir auch genügend Punkte haben oder genügend Einwohner haben, um unsere Kolonialnation zu bekommen. Wo sind denn diese Geisterarmeen? Die sind da irgendwo angeblich drin, ne? Ich hoffe, die verschwinden gleich wieder. Komm du mal zurück. Wenn man das ein bisschen anders, wenn man das aber so rum. Ach, schade, ich habe gedacht, ich plündere hier mehr. Okay, gut, egal. All dein Geld. Kriegsreparation nehme ich auch. Dann hätte ich gerne, dass du das Bündnis mit den Min annullierst, dass du das mit den Miao annullierst und mit den Chang Sheng. Hier hatte doch irgendeiner da, die Oraten haben doch da noch einen Anspruch, ne? Die Wu haben einen dauerhaften Kodau. Ach so, ja klar, die sind ja, stimmt, die sind ja Kaiser von China geworden. Was machen wir denn noch? Nehmen wir Wu Cheng irgendwie? Wu Chang, nehmen wir Wu Chang mit? Das bringt mich halt an die Miao ran. Das halte ich für eine gar nicht so schlechte Idee. Die Koalition wäre zu vernachlässigen, weil wir Waffenstillstände mit denen haben. Machen wir erstmal den Separatfrieden hier. Können Sie Festung übrigens direkt wegbomben. Mal Brandschatzen. Autonomie hoch. Alles egal. So. Und dann lauft ihr mal gerade beide bitte. Nee. Bitte lauf du mal so und hilf mal da oben meinem Verbündeten. Der kriegt nämlich ganz übel auf die. F sag ich jetzt nicht. Alter, der Spielkumpel von meinem Bruder, der. Von meinem Bruder. Von meinem Sohn, der schreit wie ein Raptor. Voll witzig. Okay. Nehme ich die komplett? Das sind die üblichen Verdächtigen, ne? Die ganze Kohle nehme ich auch. Oder lasst Jinan weg. Jetzt haben wir nur Kriegsreparationen. Beende das Bündnis mit den. Schon.
Ich krieg einen Geländemalus. Ach so, weil der das Ding da belagert hat, ne? So, ne. Ja, mach so. Ja, ich vergesse das immer ganz gerne mal. So, die sind mit den UA verbündet, okay. Die sind nur mit den Changsheng verbündet. Wo sind die Changsheng nochmal? Die sind hier hinten irgendwo. Da. Auch nicht so verkehrt, ne? Ja, die haben noch ein paar Koa-Ansprüche. Aber guck mal, die Miau, die sind nicht mehr dabei. Was ja sehr lustig ist. Fortschritt bis 1513. Momentan 3 pro... 3 pro Monat. Ich sollte den auf jeden Fall noch behalten, weil er ist halt nicht teuer und er gibt viel Diplomacht, ne? Und die Diplotech müssen wir auch noch forschen. Und die Miltech sollten wir auch noch forschen. Und wir sollten hier die Autonomiereduktion jetzt, glaube ich, auch schon mal so langsam ins Auge fassen. 418 ist nicht so teuer. Immerhin, ich könnte da nochmal neue Manchu-Banner ausheben. Das ist sicherlich gut. Das goldene Zeitalter machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ich sag mal, was jetzt halt gerade doof ist. Also, ich werde den Kolonialismus erst bekommen, wenn ich meine Kolonialnation habe. Das ist halt echt schade, ne? Das wird dann dazu halt eben auch Alaska sein und jetzt nicht unbedingt eine gute Kolonialnation. Wir können doch aber hier schon... Da ist übrigens eine Hawatel. Wir können doch hier schon... Können wir jetzt nicht Ansprüche hier fingieren? Wenn wir die Entdeckerideen abschließen. Und dann gönnen wir uns nämlich mal für 50. Komm ich nicht so schnell hin, ne? Dann gönnen wir uns nämlich mal für 50 hier so Nahuatl als synkretistischen Glauben. Ach, die wandern hier alle weiter rum, ne? Aber das können wir nehmen. Not-K. Das machen wir vielleicht sogar. 24 Minuten nehme ich gerade auf, ne? Okay. Machen wir das? Ich würde eigentlich sagen, wir holen uns die Diplotech noch zuerst, solange der Kolonialismus noch nicht so weit fortgeschritten ist, und dann holen wir uns die nächste Idee. Und wir holen uns jetzt gleich hier einen Krieg gegen... Oh, ich könnte sie immer noch tributifizieren.
Wir nehmen die Min, glaube ich, zuerst. Dann nehmen wir uns irgendwie nur eine Provinz, irgendwie Jianning oder vielleicht nehmen wir uns noch, ja, ich glaube irgendwie Jianning und Quanzhou. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Wir können ja dann auch wieder ein bisschen plündern gehen, ne? So lange, bis es soweit ist. Gehen wir aber nochmal mit dem Unterhalt ein bisschen runter. In Chushu. Wie viel wollen das sein? 11.000, das ist okay. Das ist kein Problem. Die mache ich super schnell platt. Der falsche Berater, der falsche General drin. So, wir finanzieren die Armee wieder voll. Ich mache erstmal schnell diese Revolte hier platt. Dann warte mal, wann bin ich da? 3. Juli. Das in 7 Tagen. 10 Tage, okay, gut. Dann schaffen wir es, bevor wir hier den Nationalismus-Modifikator draufkriegen. Das wäre nämlich wirklich ärgerlich. Das jetzt nehmen, werden wir derzeit 15 Jahre voraus. Ui. Ui, wir kriegen Kolonialreichweite dazu nochmal. Das ist ja sehr nice, ne? Und halt für Marine, das ist egal. Bessere Schiffe ist eigentlich auch egal. Kann Technologie studieren. Bringt mir hier aber nicht viel. Ich will auch außerdem ein bisschen Diplomat halt noch sparen, weil die Annexion der Euraten kostet ja natürlich auch nochmal was, ne? Bündnis nur mit Changsheng. Das sind die hier. Die sind mit den Min verbündet. Die sind hier unten, ne? Da nimmst du mal den Belagerungsmenschen mit.
Bitte übrigens auch mal direkt hier die Steuern erheben. Wow, Schiffsbedarf. Pelze, das ist schon besser. Na, bleibt da stehen. Ah, super. Nee, warte, der lebt noch, ne? Warum kommen die Oraten nicht mit? Ach, das ist mein Entdecker, der krepiert ist. Now I get it. Schwacher Anspruch, aber 653, da ist mir das mit dem Anspruch egal. Kriegen wir noch einen Anführer? Ich glaube halt, dass wir mit der neuen Idee weitere Entdeckungsfahrten machen können. Sauber. Schnell mal tauschen. So geil wie die Mütter hier planen. Okay, so. Und halt für Söldner ist günstiger. Nächste Festung. Einmal hier bitte plündern. Warum ist er so schnell? 2 Punkte Manöver hat er nur. Lauf mal hier hoch. Ich weiß ja, wo er hin will. Bist du im Krieg mit dabei? Ich Chang Sheng vollständig mit reingerufen als Koblitrint? Okay. Boah, warte noch, ey. Solange wir da plündern können, ist alles gut. Ist klar, dass er so schnell ist, ne? Der Typ, der nur 3 Manöver hat, anstatt 2. So, das Ding ist leer.
Nice, okay. Das Plündern ist einfach cool auch. Und diese starken Truppen, der Wahnsinn. Oh, Questen will die Urale mehr. Machen die nichts mehr, wenn ich die gerade annektiere und über 50% habe? Ich könnte es mir gut vorstellen, ne? Ach, warte mal, jetzt sehe ich warum. Die haben ja da unten. Ich bin so blöd, ne? Die haben ja da unten noch Provinzen. Mit seinen Schiffen so rumstehen, wie er will. Das interessiert mich nicht. Ich gewinne den Krieg trotzdem. Ui, der hält lange durch. Der Zegger. Ist das so ultimativ laut hier? Whatever, man. AE haben wir schon. Ansprüche an benachbarte Provinzen. Kampfbonus. Nehmen wir die besseren Kolos. Und in Alexa kann ich diese Phantomarmee nicht auflösen. Die kann ich schon mal zusammenfassen. Jetzt muss ich gleich mal irgendwie eine Einheit nach Alexa schicken. Das reicht mir aber schon hier als Kriegsstand. Kann ich da überhaupt noch irgendwie viel plündern? Eigentlich nicht, ne? Also geplündert haben wir ohne Ende. Kannst du mal gerade von den Ning zurückkommen? Lauf mal gerade nach Alexa. So. Und dann können wir hier ja sagen. Also ich hätte gern Kriegsreparation. Ich hätte gern deine ganze Kohle. Das Ding hätte ich gerne. Wie sieht das hier aus? Das reicht mir im Endeffekt für diesen Meerzugang. Ming Wu Min Shi Shun Chang Sheng. Wer kommt denn da dazu? Die Ning, glaube ich, oder? Okay, ist eigentlich ganz gut, wenn die draußen sind aus der Nummer. Boah, das ist aber echt kacke. Löse mal deine Bündnisse auf, dann sind immerhin vier. So, ich krieg 14 Punkte dadurch. Und hier machen wir dieses, ne? Hier sind die Schreiraupen zu Besuch. Es ist fantastisch.
Ich muss mit dir aber woanders hingehen, weil du hier sonst unten festklemmst. Das ist etwas, was ich gerne vermeiden würde. Lauf mal nach Fushu. Nee, brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr verlängern. So. Im Idealfall warte ich noch, bis die Jan hier weggelaufen sind. Läuft bitte nur eine Alxa. Ist auch gut. Stopp. Scharmützelkavallerie natürlich. Da bleiben wir doch bei. Armeeunterhalt bitte radikal reduzieren. Okay, so, jetzt können wir unseren Frieden machen. Dann wird da keiner unserer Untertanen auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist eigentlich Käse, aber wir nehmen gerne die günstigere Diplomatietechnologie. Ming tritt Dali an Dali ab. Wow. Die Min sind bankrott gegangen. Alter, das ist so laut, ey, das ist so brutal. Die Kinder spielen halt, ich meine, das ist halt schon in Ordnung, dass es da ein bisschen lauter ist, aber du denkst gerade, die nehmen das komplette Haus auseinander. Und jetzt schreit einer, ja, ist ja klar. So, ich glaube, dann holen wir uns jetzt das Weltreich. Und ich sag auch mal gerade, bitte, warte mal, lauf mal nur nach Fengyang. Ich muss mir das echt mal gerade angucken, ob das so in Ordnung ist, dass ich tatsächlich noch eine Einheit da hochschicke, weil jetzt mal ernsthaft, ich glaube, ich brauche es ja nicht, ne? Ich könnte auch irgendeine Einheit hinstopfen. Diplorep minus 1, weil die so schlecht ist aufgrund der Überdehnung wahrscheinlich, ne? Ja. So, den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich brauche auch den Diplo-Fokus definitiv nicht mehr. Die Frage ist, ob wir den Admin-Fokus nehmen. Unsere nächste Ideengruppe. Also, sagen wir mal, der Typ da überlebt. Und den sensen wir jetzt weg. Das müssten wir uns überlegen, ob sich das lohnt. Weil unsere nächste Idee sind entweder die Admin- oder die Humanismus-Ideen. Und hier, das ist nicht so schlimm, wenn das ein bisschen länger dauert. Das ist eigentlich relativ egal. Wir haben ja immerhin noch drei und könnten das durch einen Berater kompensieren. Also wir würden halt 6 pro Monat bekommen. Wir machen das so. Wir nehmen den Admin-Fokus jetzt. Wir sind derzeit 13 Jahre voraus, wenn ich das richtig sehe.
Was erstmal okay ist. Wir kolonisieren ja sehr schnell. Wir kolonisieren sehr schnell. Ja. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann machen wir erst noch hier unsere Kolonialnation fertig, bevor die Reformation kommt. Das ist ja auch bald soweit und dann dauert es ja nur noch 10 Jahre, bis das andere Ding ausläuft. Ah ja, integriert Euraten in euren Staat. Genau, das ist ja auch so ein Quark, ne? Ja. Ja, noch 2 Jahre, dann sind wir unsere Korruption los. Plündern FTW. Ja. Die sind mit den Liang verbündet, okay. Die sind mit den Miao verbündet. Die haben gerade eine heftige Revolte durch Yi-Nationalisten. Ist kein großes Problem für uns. Ich dachte eigentlich, ich hätte die oder die Provinz noch mitgenommen. Das ist jetzt natürlich schade. Hätte ich mich gut gebrauchen können. Okay, sag nochmal gerade. Wir haben noch einen Waffenstillstand. Wir haben keinen. Haben wir noch einen Waffenstillstand? Ja. Wir haben keinen. Wir checken mal Waffenstillstände. Okay. Im Zweifel. Wie lange gilt der noch? 15,8. 15,6 Februar. Dann sind die Wu als nächstes dran. Mit wem sind die verbündet? Die haben keine Bündnisse. Garantiert die Unabhängigkeit für Ming. Das können die ruhig machen. Minus 0,04, aber haben 75 Punkte. Das ist ja funny. Die können von mir aus das Mandat. Können die behalten, bis sie schwarz sind. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Die sind ja nicht so gefährlich wie die Ming mit ihrem Drecksmandat, ne? Wir warten noch diesen Monat ab. Oh, ja, cool. Wir kriegen nochmal Kolonialrausch. Ah, jetzt kommen wir 4,7. Nice, 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 nice. 5 Kröten pro Monat ausgeben. Auch sehr nice. Jetzt will ich aber gerade mal was wissen. Sag mal, ich würde Afghanistan den Krieg erklären. Das ist ein Gegner, ne? Ich werde das Bündnis mit Chagatai auflösen. Ich brauch's nicht mehr. Haben wir noch eine Staatsehe? Nee, ne? Wir haben noch eine Staatsehe mit Chagatai. Das ist ja in Ordnung.
Vielleicht sägen wir einfach gleich unseren Herrscher ab und holen uns den neuen. Der hat dann zwar wenig Hordeneinheit, aber wir werden ja so viele Kriege führen, dass wir die schnell wieder drin haben. Das Ding endet 1509, 1506, 1508. Das ist halt super, ne? Da können wir direkt wieder eine Runde Kriege führen. Und so geht das dann immer weiter. Das Ding dauert länger, 1516. Der war auch teuer, ne? Da haben wir noch keinen. Da holen wir uns noch einen. Und dann können wir hier unten auch noch Kriege führen, nämlich gegen die Khmer zum Beispiel. Weil wenn ich denen den Krieg erkläre, meinen ja die Tributstaaten nicht mit. Das ist ja das Schöne, das sind ja nur Tributstaaten. Ach guck mal, die holen sich Kohle von denen, ne? Und dann haben die ansonsten erstmal keine Verbündeten. Ich glaube, das ist ganz nice. Und dann holen wir uns da so ein paar schöne Provinzen und schlängeln uns mal weiter hier durch. Und dann, ja, das müssen wir natürlich auch noch ein bisschen erkunden, das Gebiet. Ist ja auch klar. Ach so, Moment mal gerade. Stimmt, das wollte ich auch noch gucken. Hier. Wir können uns noch einen Entdecker holen, denn hier sind wir durch. Hier auch. Die Diplomacht können wir momentan nur in Provinzentwicklung stecken. Deswegen holen wir uns jetzt den Entdecker. Ah, stopp, das ist das falsche Schiff. Na, du kannst mich hier, Junge. Südwestpazifik, Expedition nach Asien, Südostpazifik, ne? Wir können mich hier schön erkunden. Sollen wir die Schiffe noch verbessern? Die werden ja, glaube ich, nicht schneller dadurch. Deswegen hier Südwestpazifik. Alles hier unten, ne? Wir können uns noch Australien holen als Kolonialnation. Auch das sicherlich noch eine Option. Ich glaube, das geht ganz gut. Ich glaube, das wird ganz gut gehen. Mit Japan können wir uns Zeit lassen. Ach, Japan, ne? Da können wir mal warten, bis wir viel Geld über haben, dass wir ein paar Schiffe bauen, ne? Und dann, was haben wir denn als Flottenlimit? 27. Ja, da machen wir dann irgendwie 10 schwere Schiffe und 17 Transen oder so und dann ist gut. Okay, fein. Dann beenden wir hier den Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin sage ich, macht's gut und in diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.